Liebe Schwestern und Brüder, das Verhalten Gottes hier in unserer Episode aus dem 1. Samuel-Buch ist schwierig. Denn Gott lässt etwas zu, was ins Unheil führt. Die große Frage vieler Menschen, immer wieder gestellt: Wie kann Gott das denn zulassen? Wie ist das denn möglich? Gott weiß doch, dass etwas Schlimmes daraus wird. Wie kann er das erlauben? Jedenfalls müssen wir festhalten, Gott nimmt unsere Freiheit ernst. Unsere Freiheit, über die so oft gesprochen wird. Nur am Ende, wenn wir mit der Freiheit Murks gemacht haben, ist es dann wieder der liebe Gott und nicht wir. Es fällt dann nicht auf uns zurück. Dann heißt es dann, wie kann er das denn zulassen? Hier findet eine, wenn man so will, Volksbefragung statt. Die Leute wollen, die sind es satt, bis hier oben hin irgendwie anders zu sein. Alle ringsherum, noch so kleine Fuzzi-Regionen, haben einen König. Der macht was her, der kann repräsentieren, der macht eine gute oder mehr oder weniger gute Figur. Sowas wollen wir jetzt auch haben. Wir wollen nicht mehr auffallen und sagen, oh, guck mal, die da, die sind aber anders. Mein Gott, die sind aber auch immer schwierig. Die sagen dann, Gott ist unser König, aber den hat noch keiner gesehen. Der repräsentiert ja gar nicht. Die sagen zwar, wir hören auf ihn, aber kann jeder sagen. Jetzt wollen sie einen König. Die Volksbefragung, großartig. Wer meint, das sei nur eine historische Episode, möge sich daran erinnern, dass der Vatikan neuerdings auch Volksbefragungen durchführt. Jetzt neu zur Jugendsynode und zur Familiensynode. Wir wollen endlich nicht mehr anders sein. Wir wollen nicht mehr auffallen. Wir wollen so leben nach den moralischen Maßstäben, die es ringsherum um uns gibt. Wir sind es leid, ständig gesagt zu bekommen, wir sind von gestern, wir sind anders. Es ist irgendwie auffallend, warum, und keiner kann es richtig begründen, von den Bischöfen angefangen. Schluss damit. Die Mehrheit will es anders. Also, was tun? Gib es ihnen, sagt Gott zu Samuel. Samuel ist hier in der Versammlung der Einzige, von dem wir sagen würden, er ist geistlich, er ist prophetisch. Und er sagt es den Leuten: Bitte, denkt vom Ende her. Schaut, wohin das führt. Es ist eigentlich eine Form von Versklavung. Das nimmt kein gutes Ende. Nein, weg. Alles, das sind immer diese Schwätzer, diese schrecklichen konservativen Schwätzer von gestern. Das wollen wir alles nicht hören. Wir wollen es jetzt anders. Wir haben die Mehrheit. Also, so lesen wir hier im Samuelbuch. Und was sagt Gott? Zunächst im Buch selber: Das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte, nein, der König muss jetzt her. Wir wollen wie die anderen Völker sein. Und was sagt der Herr? Hör auf ihre Stimme. Tu ihren Willen. Das ist etwas Merkwürdiges, liebe Schwestern und Brüder. Damals wie heute. Manchmal müssen wir heute als Kirche genauso wie damals Israel schmerzhaft lernen, was der richtige Weg ist, und uns dann später erinnern, dass so ein einsamer Rufer wie Samuel möglicherweise doch recht hatte.